Ja, ich glaube, auch die Spieler waren unzufrieden vom Ergebnis her. Aber ich denke, dass es über 90 Minuten ein verdientes 0-0 war. Weil wir halt diesen Meter, den wir da vor die Wochen immer getan haben, mehr gemacht haben, nicht getan haben. Viele Fehlpässe im Aufbauspiel gehabt haben. Wo man einfach sagen muss, solche Spiele gibt es. War zwar ein bisschen ärgerlich, dass es dann auswärts zu Hause ist, weil wir wollten unsere Serie mit den Siegen irgendwo aufrechterhalten. Aber ich denke mal, das war ein Tag für uns oder aus unserer Sicht, wo wir halt fußballerisch mal nicht überzeugt haben, wo man dann das Positive rausziehen muss, dass man trotzdem zu Null gespielt hat, auch wenn es vielleicht ein bisschen glücklich war und die Serie gehalten hat. Solche Spiele gibt es, damit müssen wir auch umgehen, damit müssen wir auch, da müssen wir daraus lernen, dass wir halt nicht mit 80% Spiele angehen kann wie gegen Bautzen. Müssen wir für die neue Saison mitnehmen. Das tun wir. Daraus werden wir auch lernen. Und morgen kommt der Klinike, wo ich glaube, spielen auch, glaube ich, nicht diese Saison, die sie sich vorgestellt haben. Ist aber eine fußballerisch eigentlich ordentliche Truppe mit vielen guten Fußballern drin. Ich glaube, wenn wir uns da die Fehler leisten, die wir uns am Samstag geleistet haben, dann geht das nach hinten los. Darum, wir sind voll konzentriert auf das Spiel morgen und wollen natürlich zu Hause dann auch die 3 Punkte hier lassen. Ja, ich glaube, wir sind relativ schwer ins Spiel reingekommen. Wie schon der Trainer gesagt hat, dass wir im Aufbau viele leichte Fehler gemacht haben, haben nicht den Schritt gemacht, den wir in den letzten Wochen getan haben. Und ja, wir haben halt gegen eine Mannschaft gespielt, die sehr tief steht, die jeden Punkt, jetzt sage ich mal, braucht im Abstieg. Die fight natürlich 90 Minuten, stehen tief und haben wir uns ja ein bisschen schwer getan. Ich glaube, zweite Halbzeit war es dann ein bisschen besser. Auch wenn es nicht zwingend genug war und wir auch ein bisschen Glück hatten, dass Bautzen die Konterchance nicht gut ausgespielt hat. Und ja, ich denke, rundum war das, denke ich mal, trotzdem können wir mit dem Punkt leben und vor allem, dass wir das 0-0 gehalten haben. Ja, ausfallen wird definitiv Benjamin Kirsten und Niki Adler noch. Alle anderen, die so ein bisschen angeschlagen sind mit einem leichten Kratzen im Hals, ist jetzt noch nicht so schlimm. Da hoffen wir auch, dass es jetzt nicht schlimmer wird. Die können auf jeden Fall morgen spielen. Also klar, das erste Jahr war eigentlich zum Vergessen. Ein Jahr komplett verletzt, bin dann auch in die neue Saison schon wieder, wurde mir das Vertrauen geschenkt, habe noch einen Vertrag gekriegt, wo ich auch sehr dankbar war. Bin dann nach 2, 3 Monaten fit geworden zum Glück. Und ja, seitdem haben wir auch eine ganz gute Entwicklung genommen, sage ich mal, in der Mannschaft. Es macht Spaß hier, Fußball zu spielen. Wir gewinnen fast jede Woche und uns, ich sag mal, gegen uns ist es sehr schwer, auch zu gewinnen. Und ja, man merkt ja auch die Spielfreude auf dem Platz. Ich bin froh, wieder Teil der Mannschaft sein zu können, dem Team zu helfen zu können, nach so einer langen Verletzung. Und ja, denke mal auch, dass es nächstes Jahr nochmal einen Schritt weitergehen wird. Wir wollen Max halten. Ist zu Paulo Schinke ein Riesenbestandteil der ersten Elf. Klar ist noch ein junger Spieler auch, wo ich sage, jetzt muss Max sich auch dann in den nächsten Wochen und Monaten wieder einen Schritt weiterentwickeln. Was er fußballerisch kann, ich glaube, das hat er in den letzten Wochen und Monaten gezeigt. Da ist er, glaube ich, ein Ausnahmespieler. Und wenn er hier unterschreibt, würde ich mich natürlich sehr freuen. Wie gesagt, also ich halte sehr, sehr viel von Max. Aber er muss halt jetzt auch, was aber die ganze Mannschaft muss, sich weiterentwickeln. Das, was er selber schon angesprochen hat, er ist technisch unheimlich gut. Er macht halt auch gewisse Dinge, die andere nicht machen. Er hat, ich glaube, einen Körperschwerpunkt, den haben wir woanders. Aber ihm fehlt halt Torgefährlichkeit. Ne? Wo ich sage, was er halt super macht, er setzt sich durch bis in den 16er rein und spielt aber dann nochmal quer, anstatt mal selber abzuschließen. Heute im Training war wieder so ein kleines Beispiel. Vielleicht sollte man ihm im Training mal sagen, er darf nicht mehr abspielen. Aber da muss er sich halt ein bisschen weiterentwickeln. Und ich glaube, zum Spiel gegen BHK war es da die richtige Entscheidung. Weil ich glaube, wenn Pommes in dem Moment am Ball ist, auch ohne böse zu sein, dann führen wir nicht 1-0. Pfeffi schießt dann halt mal aus 20 Metern. Ist natürlich auch glücklich, dass er so reingeht. Aber es hat ja eigentlich nichts damit zu tun mit der Leistung vorher. Weil wie gesagt, ich glaube, ich habe Pommes auch in der Mannschaft schon oft genug gelobt. Der kommt nach einem Jahr Verletzung wieder und was er dann teilweise in Spielen abgerissen hat, auch nochmal in der 80. Minute den 30-Meter-Sprint dahin zu machen und mitzuarbeiten, war sensationell. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich glaube, der Konkurrenzkampf ist ein bisschen größer geworden.
Jeder Spieler muss sich weiterentwickeln. Pommes ist noch jung. Das heißt ja nicht, dass er die nächsten 10 Jahre hier in Lok spielt. Und ich glaube, von den Qualitäten, die Pommes hat, kann es noch weiter nach oben gehen. Jetzt muss der Punkt kommen, wo er sich ein bisschen weiterentwickelt. Das heißt, torgefährlicher werden. Halt mal aus 16 Meter schießen oder schießen lernen. Weil ich glaube, dann wird er noch gefährlicher und noch besser für uns. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, an Aglinike. Da haben wir, glaube ich, erste Hälfte ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben sehr gut gestanden, weil da war ja auch der Zeitpunkt oder die Zeit, wo wir tief gestanden haben, wollten auf Konter gehen. Weil da wollten wir auch erstmal gucken, dass wir da unten rauskommen. Ja, und zweite Hälfte war dann halt das 2-1, war sehr früh, direkt nach der Halbzeit. Und dann hat man halt gesehen, dass wir da noch nicht mental so stark sind, das aufzufangen, wie wir es jetzt heutzutage können. Da sind wir direkt wieder eingebrochen und kriegst dann 4 Stück in der zweiten Hälfte. Da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, aber ich glaube, dass wir aus dieser Phase, kann man noch mit heute nicht mehr vergleichen. Wir spielen einen anderen Fußball, jeder ist selbstbewusst, da klappen auch mal einfache Dinge. Jeder weiß mittlerweile, wie der andere tickt, auch auf dem Platz. Und jeder weiß auch, was zu tun ist, um Erfolg zu haben. Also ich glaube, das wird morgen ein ganz anderes Spiel.